Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem kleinen Winkelchen. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen den Shop verschönert, um ein bisschen mehr Appeal zu bekommen. Reicht bei weitem noch nicht aus, aber ich möchte auch keins meiner Cupboards oder sowas verschenken, wegmachen, weiß ich nicht, abschaffen, wie auch immer. Und dann Veränderungen vorzunehmen, ist nicht so einfach. Wir nehmen 5 Leinen mit Holz, Brot, Tunika. Wir werden tatsächlich wieder sehr teuer einkaufen gehen. Seeds werde ich keine kaufen. Die haben wir. Iron 2. Schuhe ein günstiges Paar. Hammer ein günstiges Paar. Käse. Hammer ein günstiges Paar. Was erzähle ich da eigentlich? Ja, doch noch nicht alle Gehirnzellen aufgefrischt. Okay, ich habe keinen Platz mehr. Bei Artischocken-Seeds haben wir aufgehört. Das ordern wir jetzt mal. Und verteilen es auch gleich mal so großzügig auf die Regale. Denn Plätze sind ja nicht so viele mehr da. Brot. Da hatten wir zwar schon Brot, aber meine Kundinnen und Kunden finden das definitiv. So mehr geht nicht. Denn aus den letzten Sachen machen wir eine Axt und 3 Hammer. Genau. Und hier machen wir nochmal 2 Paar Schuhe haben wir. Tunika, Dress. So. Die können wir dann hier noch mit rein tun, die Sachen. Axt, Hammer und... Da tun wir auch noch eine teure Tunika mit rein. Somit haben wir dort alle Regale befüllt. So, dann waren wir hier stehen geblieben bei Potato, ne? Potato, Turf, Axt und Apfel. Und dann sind wir quasi schon wieder ein bisschen pleite. Warte mal, was haben wir denn hier? Das Dress können wir rausnehmen. Dafür geht ein Apfel rein. Hier können wir ein Dress rausnehmen. Dafür gehen Kartoffeln. Ach ne, Kartoffeln sind da ja schon. Doch, das Billig-Dress lassen wir da drin. Okay, wir lassen das so. Und öffnen unsere Shop-Türen. Auf das der Silbertaler rollt. Eigentlich sagt man ja Rubel, aber Schuster, bleib bei deinen Leisten. So, Regale sind leer. Da können wir dann ein bisschen nachfüllen. Hier Kartoffeln, Turf. Nochmal eine billige Axt reinschmeißen. Tunika, Dress. Billig Dress. So langsam sollten wir gucken, ob wir hier was Günstiges einkaufen können. Ja, das sieht natürlich nicht so wirklich gut aus. Artischocken, nehmen wir mal 5 Stück mit. In 5 Tagen müssen wir erst bezahlen. Okay. Äpfel 2. Oh, ein paar billige Schuhe können wir noch mitnehmen. Billige Schuhe, günstige Schuhe. Da können wir auch 2 Paar mitnehmen. Der Zietz haben wir noch ausreichend. So, das war's. Dann können wir hier noch mal ein bisschen hier. Da, du kannst einen Apfel haben. Siehst du, Apfel Level 17 erreicht. Das ist schön. Nochmal ein Dress, nochmal Schuhe. Nochmal hier Artischocke, Schuhe. Ja, Holz habe ich leider keins mehr im Angebot. Das ist jetzt arg bedauerlich.
Aber Junge, 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 verdienen wir jetzt Taler? Das ist ja der absolute Knüller. Task complete. Hier wird gerade richtig viel. Wow, wir haben 2124 Taler. Thymann ist da nicht so wirklich sauer drüber, dass er seine Sachen nicht bekommen hat. Wow. Jetzt haben wir tatsächlich richtig Geld verdient. Ich glaube, ich muss wirklich ein bisschen größer denken. Haben wir denn alle Kapports? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt ein Kapport verkaufe und dafür ein schickeres kaufe? Dann sind doch die Upgrades weg, oder? Da war Artischocke drin. Hier war Kartoffel drin. Und hier müssen wir gießen. Also Artischocke bekommen wir tatsächlich immer nur eine. Aber Kartoffeln kriegen wir jetzt mittlerweile zwei. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir schon so viele gepflanzt haben. Das kann natürlich möglich sein, dass wir dadurch wir haben jetzt ein bisschen Geld. Wir machen jetzt mal eine Freischaltrunde. Schalten alles frei, was wir können. Eine Chest. Den Boden. Schönere Fenster, wobei mir die jetzt nicht so wirklich schön vorkommen. Weiß ich nicht. Diese Fliesen. Oh. Diamond Tiles. Okay. Long Carpet. Shop Appeal. Das macht 250 Shop Appeal. Dann wollen wir doch mal gucken. Furniture, können wir hier gerade nichts weiter machen. Rustic Counter. Vielleicht sollten wir doch mal bei den Counter zuschlagen. Mal sehen, was unser Portemonnaie sagt. Crafting. Das haben wir beides. Da können wir uns noch nicht weiter entwickeln. So, wie weit sind wir denn hier schon runter? Cupboard Table. Gibt Appeal. Kostet 1460. Wir haben 1498. Hurra. Also da können wir uns tatsächlich noch nicht. Aber ich wollte ja nach dem Counter gucken. Wo war denn das? Crafting? Nein, war der Counter nicht hier? Other? Trespin? Dekoration? Chest? So, jetzt müssen wir hier leider aber auch ein bisschen mal umräumen. Sonst kriegen wir hier leichte leichte Probleme. So. Haben wir uns mal wieder was Schönes geleistet. Das weiß ich immer noch nicht mit dem Counter. 1300, wir haben noch genug. Ah, Objekte. Hier haben wir tatsächlich ein bisschen was wahrscheinlich fertig, genau. Ah, das ist das, was wir fertig gemacht haben.
Item-Slots, Dekoration etc. pp. Okay. Okay, okay, okay. Das Event ist noch im vollen Ausmaß da. Nein. Hier wollte ich rein. Hold kaputt. Wo war denn das mit dem Counter? Ui, das finde ich ja hübsch. Das stellen wir. Dahinter. So, jetzt haben wir Appeal 10. Schauen wir, was es uns bringt. Jetzt bin ich mit dem Kaputt immer noch nicht schlauer, aber wir müssen ja auch noch ein bisschen einkaufen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wood, Brot, Tunika, Dress. Green. Iron. Shoes. Hammer. Schieß. Pitchfork. Sag mir, dass ich jetzt eine Pitchfork machen kann. Potato. Turf. Axt. Apfel. Artischocke. Ja, Asparagus können wir nicht uns leisten, beziehungsweise dafür haben wir keinen Platz. Aber jetzt bin ich ja mal gespannt. Bestimmt hier, ne? Nee, doch. Oh, kostet uns immer 2 Eisen. Habe ich kein Eisen gekauft. Das ist bedauerlich. Heißt, wir müssen erstmal hier unsere Leinen ein bisschen verteilen. Schuhe. So, Leinen verteilt. Dann müssen wir unsere Waren verteilen. Käse, Brot, Kartoffeln, Axt. Jetzt können wir hier richtig Gas geben. Erstmal die teuren Schuhe, dann die günstigen. Ein Apfel. Einmal Wood. Oh, jetzt wird das interessant. Jetzt wird das interessant. Was kostet denn hier diese Pitchfork? 58. Während Eisen nicht so viel kostet. Eisen. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Ordern wir jetzt noch. Können hier... Äxte haben wir noch. Hammer haben wir auch noch. So. Damit haben wir alles ausgegeben, was wir konnten. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das wird. Hei. Da sind doch Äpfel. Siehst du die nicht? Ja. Jetzt sind sie natürlich weg. Dann wollen wir mal gucken. Oh, Wood.
5. Leinen auch definitiv 5. Potato 2. Artischocken müssen wir auch noch mitnehmen. Ja, ich sollte mir definitiv eine größere Palette anschaffen. Ja, geht nicht anders. Geht nicht anders. Käse ist keiner da. Das tut mir leid. Das ist ja echt bedauerlich. Artischocke. Kartoffeln. Dress. Dress. Hammer. Kartoffeln. Töp. Und ein Upgrade. Und ein Dress. So. Ja, Leinen kann ich dir geben. Bitteschön. Brote habe ich leider keine. Warum auch immer. Ich keine Brote gekauft habe, kann ich gar nicht sagen. So viel Geld haben wir diesmal gar nicht verdient, stelle ich gerade mal fest. So viel Geld haben wir diesmal tatsächlich gar nicht verdient. Wir haben ein Minus gemacht, ja, das sehe ich auch so. Wir haben definitiv ein Minus gemacht. Dress nicht mehr. Iron. Asparagus. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Nicht genug Money. Okay. Wir haben nicht genug Geld und in 3 Tagen müssen wir ja auch noch jede Menge bezahlen. So. Die Forken sind weggegangen wie warme Semmeln. Okay. Und hier können wir noch mal. Schuhe haben wir genug. Okay, machen wir so, 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 so. Und dann befüllen wir unsere Regale. Ja, wir haben jetzt auch ein bisschen Geld genatzt, weil wir das Upgrade gemacht haben von dem Regal. Von daher haben wir da schon ein bisschen Money genutzt. So. Wir öffnen ein letztes Mal für diese Folge den Shop. Und ich habe vergessen zu gießen. Das müssen wir noch schnell machen. Sonst werden unsere Pflanzen hier Aua schreien. So ein bisschen Geld müssen wir leider einsammeln. Sonst können wir hier beim Händler gar nichts holen. Sehr schön, sehr schön. So möchte ich das haben. Du möchtest Äpfel. Okay, mal gucken, was der Händler gleich sagt. Ja. Schnell zum Händler. Jo. So, gut. 3. Eine Tunika, Artischocken, Seeds, Äpfel haben wir nicht. Eine günstige Axt, Asparagus, nehmen wir 3 Stück mit. Wir haben noch 3 Tage Zeit zum Geld verdienen. Ja, alles andere ist irgendwie nicht so wirklich gut. Keine Äpfel im Angebot. Keine Äpfel im Angebot. Axt.
Hammer, Asparagus, Tunika. Wir haben leider keine Äpfel im Angebot. Das tut mir leid. Und leider auch keine Potatoes. Kein Grain, kein nix. Und das meine ich, was nützt es mir, wenn ich ganz, ganz viele Kunden habe? Ja, Rainbow haut schon bösartig ab. Was nützt es mir, wenn ich viele Kunden habe, aber keine Ware? Es nützt mir rein gar nichts. Und das ist jetzt sehr, sehr ärgerlich. Zumindest mich ärgert es, wenn die Kunden mit einem wütenden Smiley über dem Kopf den Laden verlassen. Wir haben ein bisschen Geld plus gemacht, das ist gut. Ich weiß, wir müssen immer noch am Appeal arbeiten. Expand your store to 50 Tiles. Heißt, wir sollen den Laden vergrößern. Ja, aber wie groß sollen wir den denn noch machen? Egal, das, meine Lieben, machen wir in der nächsten Folge. Lasst mir einen Daumen da, ob hoch oder runter, ist immer eine Bewertung für mich. Habt ihr Tipps oder Tricks, schreibt es mir unten unter das Video. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, ciao und bye bye.